Vielen Dank, Herr Moring. Und als nächster erhält das Wort der Abgeordnete Adams für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen hier im Thüringer Landtag. Dieser Tag ist ein Tag der Debatte um die Gebietsreform. Und die CDU beginnt die Debatte um die Gebietsreform mit einer Verfassungsänderung. Die CDU beschreitet einen Paradigmenwechsel. Viele, ich war damals noch nicht hier im Haus, aber mit dabei, viele erinnern sich an das große Volksbegehren für mehr Demokratie. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes begehrten auf. Sie wollten geringere Hürden, leichteren Zugang zu Volksbegehren. Ich habe es mir und Ihnen erspart, die Debattenbeiträge der CDU dazu heute hier zu zitieren. Sie sind uns allen gut im Gedächtnis. Nach einem zähen Ringen und einem Widersprechen der CDU-geführten Landesregierung ist es aber dennoch dazu gekommen, dass mehr Demokratie in Thüringen eine Chance bekommen hat. Und es gab einige Volksbegehren, die erfolgreich waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und das ist gut so. Und das ist gut so. Und so entwickeln wir das fort. In den Wahlprogrammen von SPD über Linke bis hin zu den Grünen finden Sie den Ausbau der direkten Demokratie. Und deshalb haben wir uns, wissen Sie, Herr Brandner, was Sie unter mehr Demokratie verstehen, was Sie unter Parlamentarismus verstehen, zeigen Sie durch Ihre Zwischenrufe und durch das, was Sie hier am Pult abgeben. Der Paradigmenwechsel der CDU ist ein weitgehender, deshalb ja Paradigmenwechsel. Denn schon in dieser Legislatur hat Rot-Rot-Grün, ohne zu zögern, weil es klar ist, dass so etwas eine lange Debatte ist, die Beteiligungsmöglichkeiten für die Bevölkerung auf kommunaler Ebene, wo wir bisher Schlusslicht waren, auf den Weg gebracht, diese zu verbessern. Sie haben Thüringen ein Recht gegeben, in dem man auf kommunaler Ebene kaum mitbestimmen durfte. Wir haben das geändert, um das mal klarzustellen. Heute kommen Sie mit einer Verfassungsänderung, und sagen, Sie seien diejenigen, die Thüringen voranbringen. Wir sagen Ihnen, trotz dieser Durchsichtigkeit sind wir an Ihrer Seite. Wir werden das offen diskutieren. Wir wollen mehr Demokratie wagen und wir bringen mehr Demokratie auf den Weg. Nicht nur, weil ich in den Ende der 90er Jahren der Vertreter des Stellvertreters für das erste erfolgreiche Bürgerbegehren in Thüringen sein durfte. Wir mussten damals 33.404 Stimmen sammeln, um eine Frage dem Erfurter Stadtrat vorzulegen. 33.404 Stimmen, um den Stadtrat zu zwingen, sich mit einer Frage auseinanderzusetzen. Wir haben das geändert, wir sind dabei vorangegangen und wir bieten Ihnen trotz der Durchsichtigkeit Ihres Manövers an, dass wir mit Ihnen zusammenarbeiten, dass wir diese Verfassungsänderung ganz ordentlich auf den Weg bringen. Aber eines, sehr geehrter Herr Moring, muss man auch ganz klar sagen. Ihre Rede, in der Sie einen Zusammenhang gestellt haben zwischen der Tötung, dem feigen Mord an einer Unterhausabgeordneten und der von Ihnen ungeliebten Gebietsreform, damit sind Sie einfach zu weit gegangen. Und Ihr Entschließungsantrag dokumentiert einfach nur eines. In seinem letzten Punkt. Es geht Ihnen bei diesem Antrag
nicht darum, dass diese Verfassungsänderung tatsächlich wirksam wird, sondern Sie wollen eine Debatte, in der Sie mit nackten Fingern auf Rot-Rot-Grün zeigen können. Sie wollen eine Debatte, in der Sie mit nackten Fingern auf Rot-Rot-Grün zeigen können. Sie haben einen Entschließungsantrag auf den Weg gebracht, in dem Sie sehr deutlich sagen, das Ganze ist für uns nur wichtig, wenn es vor der Gebietsreform kommt. Das ist der Punkt C. Das ist der Punkt C. Sie sagen zu uns, eine Gebietsreform, für die wir uns 2 Jahre Zeit lassen, sei Schweinsgalopp. Und Sie wollen eine Verfassungsänderung in 6 Monaten durchdrücken. Sie wissen ja nicht, was Sie tun. Sie wissen nicht, was Sie tun, ist auch der nächste, die Überleitung zum nächsten Punkt. Meine sehr verehrten Kollegen, jetzt möchte ich um etwas mehr Ruhe bitten, damit Herr Adams seinen Vortrag halten kann. Und dennoch bitte ich um Ruhe. Herr Adams, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich komme damit zu Ihrem Ihrem Entschließungsantrag, der uns heute Morgen zugegangen ist. Ich weiß nicht, wann er in die Poststelle gegangen ist, ob es gestern Abend war. Heute Morgen. Sie haben vorige Woche eine Verfassungsänderung, die, so wie ich bemerkt habe, bisher noch nicht in Thüringen diskutiert wurde, in Symposien, wie man das normalerweise macht, wenn man tatsächlich eine Verfassungsänderung hinbekommen will. Habe ich nicht mitbekommen, ist aber trotzdem in Ordnung. Heute Morgen kommen Sie mit einem Entschließungsantrag. Dieser Entschließungsantrag sagt im Wesentlichen 2 Dinge. Im Wesentlichen. Erstens, Sie haben diese Verfassungsänderung nicht ordentlich rechtlich durchdrungen und rechtlich durchdacht, weil es ist Ihnen später eingefallen, dass Sie dazu nämlich eine Reihe von einfach gesetzlichen Regelungen anpassen müssten. Und da sagen Sie, okay, wir wissen ja, dass wir da anpassen müssen. Wir haben es zwar nicht durchdacht, haben es nicht mit eingebracht, aber das muss noch gemacht werden. Das wollen Sie damit sagen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass Sie, wie eben schon gesagt wurde, gesagt, das macht für uns eigentlich nur Sinn. Und der Landtag soll, wenn er sich auf eine Verfassungsänderung, auf den Lauf einer Verfassungsänderung einlässt, schon gleich sagen, dass er auf jeden Fall vor einem anderen Gesetz fertig sein muss. Das sind die 2 Punkte Ihres Entschließungsantrags. Den dritten Punkt habe ich nicht so ganz verstanden. Das ist nämlich der Punkt B. Der zweite Punkt ist nämlich der, wo Sie sagen, dass diese einfach gesetzlichen Regeln, die Sie vergessen haben aufzustellen, dass dies originäre Aufgabe des Landtags sei. Ja klar, die Gesetzgebung. Aber normalerweise gibt das Parlament ja auch der Landesregierung den Auftrag, vielleicht eine solche einfach gesetzliche Regelung zu erarbeiten. Das wäre eine Möglichkeit. Das tun Sie aber nicht, denn Sie bleiben kryptisch und sagen, es ist die ureigene Aufgabe und hat in frühzeitiger Einbindung zu geschehen. Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das? Sagen Sie es doch bitte ganz klar, und da hatte ich eigentlich bei Herrn Moring drauf gehört. Wollen Sie, so wie wir das mit mehr Demokratie in jedem Schritt gemacht haben, dass man sagt, wir wollen einen Schritt weitergehen bei mehr Demokratie, bei mehr Bürgerbeteiligung, und dann fängt man an, das zu diskutieren, mal in Fachreferenten, mit Fachreferenten, dann in einer größeren Veranstaltung, wo verschiedene Leute, die in der Schweiz damit Erfahrung gesammelt haben, zusammenkommen können. Denn was Sie vorschlagen, das müssen alle Menschen wissen in diesem Land, was Sie vorschlagen, gibt es in der Bundesrepublik noch nicht. Es ist nichts, was es schon gibt. Es ist absolutes Neuland. Wir sind gerne bereit, dieses Neuland zu betreten, aber es muss sauber gemacht werden. Da kann man nicht am Morgen kommen und sagen, wir haben noch was vergessen. Das muss auch klar sein. Wenn wir das sauber angehen, wenn wir diese einfach gesetzlichen Regelungen uns angucken wollen, wenn Sie damit meinen, dass wir ordentlich mit Fachleuten und an der Basis darüber diskutieren, haben Sie uns an der Seite. Haben Sie uns an der Seite. Aber da würde ich wirklich die CDU bitten, das auch noch mal klarzustellen, was Sie mit Ihrem Punkt B machen wollen. Ich möchte einen kleinen Exkurs noch mal in das Inhaltliche machen. Was hier vorgelegt wird, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht. Absolutes Neuland. Es gibt in Hamburg eine vergleichbare, aber stark reduzierte Regelung, die ein solches fakultatives Referendum ermöglicht für Wahlgesetze, wenn es um Wählen geht.
Das ist der einzige Punkt, den wir bisher schon haben. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland also damit keine Erfahrung bisher. Wir wollen diese gerne mit Ihnen zusammen sammeln. Aber dazu müssen wir auch in die Schweiz schauen und dort Erfahrungen herholen. Und dann kommen wir schon zu einigen Knackpunkten, die wir so natürlich nicht wollen. Sie grenzen den Katalog, so wie Sie es mögen, wieder ein. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir weg wollen von dieser Sperre, dass alles, was mit Finanzen zu tun hat, nicht mehr dem Volk vorgelegt werden wollen. Wir wollen dieses Finanztabu aufheben. Und dazu werden Sie sich auch noch erklären müssen. Dazu werden Sie sich noch erklären müssen, ob Sie da mit dabei sind. Wir werden keine halbe Reform der Bürgerbeteiligung auf den Weg geben. Wir wollen eine ganze Reform. Und wenn die CDU mit dabei ist, dann ist es nur gut. Was wir nicht machen werden, uns von Ihnen vorführen und drängen, zu welchem Tag wir damit fertig sein müssen. Wenn Sie eine Zweidrittelmehrheit für diese Verfassungsänderung haben wollen, wenn Sie, so wie Ihr Fraktionsvorsitzender es gerade gesagt hat, wirklich für immer mehr Beteiligung ermöglichen wollen, dann können Sie auf uns Grüne zählen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Wenn Sie es einseitig darauf abgesehen haben, ein von Ihnen ungeliebtes Projekt zu torpedieren, dann werden Sie uns als Gegner haben. Die Debatte der nächsten Wochen wird zeigen, was Sie wollen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Adams. Als nächster erhält das Wort der Abgeordnete Höcke für die AfD-Fraktion.